herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich war mit Peppi am Wochenende in Sindelfingen auf dem Turnier und unsere erste Prüfung war eine L-Trense. Da hatte ich leider noch keinen Filmer dabei, darum kann ich euch da jetzt nur Fotos zeigen. Aber ich finde, die sind auch sehr schön geworden und der Peppi ist auch echt gut gelaufen. Wir haben eine 6,7 bekommen und waren damit auf dem zweiten Platz am Ende. Direkt im Anschluss ging es dann weiter mit der El Candare. Da war dann meine Schwester da zum Filmen. Und ich fand, auch hier ist er recht ordentlich gelaufen. Man hat gemerkt, dass es die zweite Prüfung an dem Tag war und es war auch schon relativ warm, also noch nicht richtig heiß wie am nächsten Tag, aber es war schon gut warm. Und ja, man hat es ihm schon angemerkt, aber ich fand, er hat eigentlich alles recht ordentlich gemacht. Es waren klar natürlich wie immer Sachen, die man verbessern kann, aber für den Tag fand ich das eigentlich ganz in Ordnung und ich war auch recht zufrieden mit ihm. Die Aufgabe, das war die L7, die liegt ihm nicht unbedingt. Also es fängt gleich mal an hier mit diesen Volten, Volte links, Volte rechts. Das ist für ihn eigentlich nicht ganz so gut, weil er am Anfang eher eine Diagonale braucht, um erstmal einmal richtig an den Schenkel zu kommen. Darum bin ich die erste Volte auch viel zu groß geritten und auch die zweite war jetzt mit sehr wenig Stellung und Biegung. Also das liegt ihm einfach nicht ganz so gut und auch später kommt dann dieser einfache Galoppwechsel auf der Mittellinie. Da hält er mir normalerweise an, darum habe ich ihn da eher so ein bisschen ausfallen lassen. Aber ansonsten fand ich, ist er eigentlich recht gut gelaufen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. B im versammelten Tempo rechts angaloppieren. AXC durch die Länge der Bahn wechseln mit einfachem Galoppwechsel im Mittelpunkt. HK Mitte Galopp, K versammelter Galopp. A auf dem Zirkel geritten. AXC ohne Galoppwechsel aus dem Zirkel wechseln. Versammelter Trab. HXF im Mitteltrab durch die ganze Bahn wechseln. F versammelter Trab. A auf die Mittellinie abwenden, X halten und grüßen. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Also im Großen und Ganzen eine recht ordentliche Runde. Wir bekamen dafür eine 6,4 und waren auch hier in dieser Prüfung an zweiter Stelle platziert. Am nächsten Tag ging es dann weiter mit einer M-Dressur. Da war es dann jetzt schon deutlich wärmer nochmal als am Vortag.
Und das habe ich dem Peppi deutlich angemerkt. Also schon beim Abreiten war er wirklich sehr zäh und müde und nicht richtig motiviert. Darum habe ich ihn da am Anfang jetzt auch gleich einmal nochmal kurz geklopft, um ihn einfach nochmal so ein bisschen zu motivieren. Aber schon da beim Antraben sieht man, dass er überhaupt nicht am Schenkel war. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass er ziemlich viel mit der Zunge rummacht. Also wenn man genau hinsieht, dann erkennt man auch, dass er oft das Maul offen hat, dass er mit der Zunge rumspielt. Ich weiß nicht genau, ob er zeitweise sogar die Zunge über dem Gebiss hatte. Da hat er ja mal seine Phase gehabt, wo er das immer wieder gemacht hat. Die hat er zum Glück eigentlich abgelegt, aber ich glaube, an dem Tag hat er so einen kleinen Rückfall gehabt, weil also es war wirklich schrecklich zum Reiten. Ich habe mir wirklich mittendrin immer wieder gedacht, oh Gott, ich glaube, ich werde gleich abgeklingelt. Weil, wie gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, dass er die Zunge über dem Gebiss hatte. Er hat auch viele Taktfehler gemacht, ist einfach überhaupt nicht an Schenkel ran. Ich weiß auch nicht so wirklich, woran es lag. Wie gesagt, zum Teil schiebe ich das vielleicht aufs Wetter, aber ich glaube, an dem Tag hat er einfach nicht so wirklich Lust gehabt. Und das hat er dann, ja, er hat jetzt nicht wirklich irgendwie Patzer gemacht, aber ja, er war einfach generell sehr triebig und lustlos und ja, war einfach schade, aber so Tage gibt es einfach und das muss man dann abhaken. Ich zeige euch den Ritt jetzt trotzdem, weil, wie gesagt, ich bin ja immer der Meinung, dass man nicht nur die guten Sachen, sondern auch mal die schlechten Sachen zeigen muss. Und von daher kriegt ihr den Ritt jetzt auch zu sehen. Und ja, ich hoffe, da kommen jetzt nicht irgendwelche bösen Kommentare, weil, wie gesagt, jeder hat einfach mal einen schlechten Tag, auch mein Peppi und auch ich. Und ich hoffe, das ist okay für euch. X geh, Schulter herein, rechts, geh geradeaus, C, rechte Hand. M im versammelten Tempo angaloppieren, MF versammelter Galopp. Nach F Kehrtvolte. C, fliegender Galoppwechsel. CHEX, versammelter Galopp. E, links um. X, fliegender Galoppwechsel. B, rechte Hand. KXM, Mittelgalopp, dabei überstreichen, M, versammelter Galopp. H, versammelter Trab. E, Kurzgern links. H, Mittelschritt. MXK, starker Schritt. K, Mittelschritt. Auf die Mittellinie abwenden. D im versammelten Tempo antraben. G halten. Danach grüßen, im Mittelschritt am langen Zügel dann die Bahn verlassen.
Ich habe mir beim Grüßen kurz überlegt, ob ich auf eine Wertnote verzichten soll, aber da der Peppy ja keine groben Patzer drin hatte und ich mir auch wirklich nicht sicher war, ob er jetzt die Zunge wirklich über dem Gebiss hatte, habe ich die Bewertung zugelassen und wir haben noch 60% bekommen und das fand ich für den Ritt auch komplett in Ordnung. Am nächsten Tag ging es dann endlich los mit dem Springen und da war der Peppy dann auch wieder voll motiviert, obwohl es genauso warm war wie am Tag vorher. Aber beim Springen hat er einfach vielleicht ein bisschen mehr Spaß und darum hat er das da dann alles sehr gut gemacht. Und als erstes sind wir einen Stielarm mit Standardanforderungen geritten und die Standardanforderung war zum einen hier dieses Kreuz auf dem Trab, was der Peppy überhaupt nicht kann, aber wir haben es zum Glück geschafft. Und dann ging es weiter im Galopp und wer den Peppy schon so ein bisschen kennt, der weiß, dass er im Springen immer seinen Kreuzgalopp hat. Und ja, ich habe das lang versucht, ihm abzugewöhnen, aber dadurch sind die Sprünge eigentlich immer schlechter geworden. Und dann hat irgendwann mein Trainer gesagt, ich soll das lassen und ich soll ihm einfach seinen Kreuzgalopp springen lassen. Und darum reite ich eigentlich auch nicht so viele Stilspringprüfungen mit ihm, weil es da natürlich schon immer viel Abzug gibt. Aber da die Cookie ja jetzt gerade verletzt ist, ist er jetzt die Prüfung für sie gelaufen. Und ja, ich fand, wir hatten einen schönen Rhythmus und sind eigentlich auch größtenteils schön passend an die Sprünge hingekommen. Und darum haben wir am Ende eine 7,4 bekommen und waren damit auf dem dritten Platz platziert. Sind wir dann noch ein 2-Sterne-A geritten und da es jetzt in dieser Saison schon ein paar Mal vorkam, dass ich zwar 0 war, aber trotzdem nicht platziert war, habe ich mir dieses Mal gedacht, ich reite mal so ein bisschen auf Zeit, also ich schicke ihn mal so ein bisschen vorwärts und reite auch schöne alle engen Wendungen und Kürze ab und am Anfang hat es auch noch sehr gut funktioniert, wie man hier sieht, also da nach dem Dreier bin ich echt extrem früh rumgekommen. Da stand direkt dahinter noch ein Sprung, das hat man jetzt nicht so genau gesehen. Da hatten viele echt Schwierigkeiten. Oder auch hier jetzt nach dem Oxer bin ich direkt rumgewendet. Und das hat auch alles sehr gut funktioniert. Da ist er einmal kurz weggerutscht, darum habe ich ihn da kurz gelobt und war froh, dass er da trotzdem abgesprungen ist. Und jetzt bin ich aber irgendwie, ja, habe ich es irgendwie verpennt. Hatte ich irgendwie den äußeren Schenkel nicht dran und Kombi-Einsprung weiß ich ja, wenn ich da halb groß komme, dann springt er nicht ab und ich hatte einfach zu wenig Schenkel dran und habe es somit vermasselt. Aber ich fand, der Peppy hat es wirklich toll gemacht und dafür, dass ich eigentlich das nie trainiere, dass wir so enge Wendungen reiten und so schnell reiten, war ich trotzdem super happy mit ihm und es gab natürlich keine Schleife, aber ich fand es trotzdem ein ganz tolles Turnier mit 3 tollen Platzierungen.